Hi Servus Leute, jetzt kommt die Auslosung von meinem 200 Plus Gewinnspiel. War richtig cool, dass ich so viele Videoantworten gekriegt habe. Insgesamt waren es 21 Stück. 3 Leute haben gesagt, sie möchten bei der Verlosung nicht dabei sein. Das ist der Hunsby 55, der Isa 69 und der Stefan 123 dazu 1. Die haben kein Los. Mehr Gewinnchancen für die anderen Leute. Wie schon gesagt, hätte nie gerechnet, dass ich überhaupt so viele Videoantworten kriege. 21 Stück. Ich hätte mit 6 oder 7 höchstens gerechnet. Also hat anscheinend das Thema, was ich gewählt habe, euch richtig gut gefallen. Und ja, durch das Video hat sich herauskristallisiert in dem Sinn, welche Messermarken eigentlich bei den Leuten sehr beliebt sind. Victorinox war dabei, ist sehr beliebt bei den Leuten. Dann Spyderco und anscheinend richtig beliebt bei den Leuten ist die Firma Real Steel. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei ihnen und die Verarbeitung auch. Bin ich auch der Meinung, dass Real Steel wirklich richtig gute Messer herstellt. Die haben sich auch richtig gut über die Jahre gemacht. Und ja, dadurch, dass ich meine 250 Abonnenten jetzt geknackt habe, habe ich mir noch preistechnisch kurz was einfallen lassen. Beim Zero Tolerance, beim ersten Platz ist es geblieben. Wer das Zero Tolerance nicht haben möchte, hat die Wahl zwischen dem Messer, hier das JV Aventur SV3, und das Messer wird dann, wenn es nicht gewählt wird, immer ein Platz weiter rutschen. Also wenn der erste nicht sagen tut, das nicht möchte, hat der zweite Platz die Chance. Werde ich jeweils den dann immer anschreiben, ob es noch verfügbar ist oder nicht, und wenn der zweite es nicht möchte, hat der dritte noch die Chance. So, also der zweite kriegt hier dann noch dieses Lanyard mit diesem, ja, Helm, kann man verschieben hier, also wenn man nach oben guckt, das ist verschiebbar, würde der zweite noch kriegen. Und hier diese Box, das ist so eine Art Survival Box, die innen so ein Futter drin hat, kann man austun. Dann kann man sich ja da Fire Steel, noch ein kleines Taschenmesser, Steichhölzer, Angelhaken, Nähnadel, bisschen so, wie heißt es, ja, so Holzspäne reintun. Also ich kann man zumachen, sollte wasserdicht, laut Hersteller sein. Hier ist noch so ein Kordel, kann man sich seinen Rucksack oder einen Gürtel hinmachen oder wenn man sich ein längeres Powercord hinmacht, auch um den Hals hängen. Wäre für den zweiten Platz. Und der dritte kriegt hier auch nochmal so ein selbstgemachtes Lanyard. Genauso wie beim zweiten kann man auch von der Länge hier das Ding verschieben. Und ja. So, kommen wir zu der Auslosung. Mein Freund war gestern noch unterwegs und hat mir hier so eine Art Ü-Eier organisiert. Leider sind 2 da dabei gewesen, die in einer anderen Farbe waren. Weiß aber nicht, wer wo drin ist. Also ich mische immer durch und dann ziehe ich einen aus, so lange bis 3 übrig bleiben. Hier, dass ihr nochmal sehen könnt, der Stefan hat kein Los, es ist nicht dabei. Der ESA 69 ist nicht dabei und der Hornsby ist auch nicht dabei. So. Fangen wir mal an. Mischen wir durch. Ist da jetzt einer ausgefallen? Nein. Fangen wir mal an. Langen wir einfach rein. Und der erste, der jetzt leider raus ist, ist der Schnorris. Kriege ich hier an der Seite hin. Der zweite, der jetzt leider raus ist, ist K.
Karl Schwab. Dann der dritte, der jetzt leider raus ist, ist Fred Parana. So, dann der Pfälzer Wandersmann ist leider auch raus. Dann Camp Karma ist leider auch raus. Dann Markus 73 ist auch raus. SKA Movies and More ist leider auch raus. Kurpfalz Outdoor ist auch raus. Dann Jan K. aus W. ist leider auch raus. Wen haben wir hier? Juice 09 ist auch raus. Dann New Age Outlaw ist auch raus. Saar Knife and Gears ist auch raus. So, jetzt habe ich ja hier so ein leeres Ei, dass jetzt keiner sagen kann, irgendwie wird beschissen. Mache ich das Blaue kurz auf und tue das in so ein durchsichtiges Ei. Ja. Okay. Das wäre das Scarhead gewesen, der kommt jetzt hier mit rein. So, der Knife Max ist auch noch raus. Jetzt haben wir hier in der Schüssel noch 5 Leute. So, der Waldschrat ist leider auch mit raus. So, und jetzt geht's dem Ende zu. Chaos Chaos Werkbank ist leider auch raus. Und ja, hier sind die letzten drei. Den dritten Platz, das Kirscher, bekommt Tommy's Gear. Ja, schmeiß ich so in die Schale und kann man sehen. Das Cold Steel bekommt Bushcraft Outdoor Messer und das Zero Tolerance bekommt der Scarhead 69. So, herzlichen Glückwunsch an euch da. So, also erster Platz Scarhead 69, zweiter Platz Bushcraft Outdoor Messer und dritter Platz, Tommy's Gear. Schreib meine E-Mail-Adresse unten in die Videobeschreibung. Bitte schreib mich bis spätestens Mittwoch an, dass ich die Preise dann auch verschicken kann. Ich hoffe, die Auslosung hat euch Spaß gemacht und ciao!